Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute. Es geht nahtlos weiter mit Gothic 3. Wir dürfen endlich zu Gonzales. Und jetzt gucke ich mich hier mal um, was es hier so gibt. Eine große Truhe, sehr schön. Vielleicht, nee, schade. An den Büchern kann ich nichts lernen, weder Alchemie noch altes Wissen. Aber da gibt es eine schwere Truhe. Meint ihr, die sind mir sehr böse, wenn ich hier versuche, eine schwere Truhe zu mopsen? Finden wir raus. Hey, fass das nicht an! Da! Okay, was macht... Oh, der beschwört einfach ein Skelett. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Das passiert, glaube ich, auch nur im alternativen Balancing. Ist ja richtig cool. Aber wieder eine schwere Truhe. Ah, die müssen wir irgendwie dann noch rankommen. Das schaffen wir schon. Schleichen wir uns rein. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Fangen wir oben an, ne? Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mach mir Sorgen. Mit seinem Hals los. Und ihre geistigen Führer. Die Wassermagier. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Da kriege ich die Quest. Und das ist wieder so eine Sache, die passt mir nicht. Ich finde zwar diese Entscheidungsfreiheit ganz schön, aber der Held aus Gothic 2 würde den Wassermagier nie was tun. Bin ich der festen Überzeugung. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich werde alle Wassermagier aufspüren und töten. Ha! Das ist kein leichtes Unterfangen. Sie haben sich über die gesamte Wüste verteilt und werden von den Nomaden versteckt und beschützt. Folge den Spuren der Nomaden in den Ruinenfeldern und du wirst ihre geistigen Anführer finden. Beliar steht dir bei. Wie viele Wassermagier sind hier in der Wüste? Es sind 7 an der Zahl, soweit ich das sagen kann. Sathoras ist der oberste und wichtigste von ihnen. Einer heißt Vatras, der auch eine wichtige Rolle in ihren Kreisen spielt. Dann sind da noch Myxir, Nefarios, Riordian, Kronos und Merdarion. Ja, ich erinnere mich. Ich bin den Jungs schon auf der Insel Korinnes begegnet. Tja, dann wirst du ja wissen, wie du sie am besten aus dem Weg räumen kannst. Wir werden sehen. Hallo. Okay, wir haben so 1-2 Quests. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir alle schon getroffen haben. Versuch das gerade zusammenzubringen. Bei Sathoras stehen 2 rum. Vatras, den einen am Anfang habe ich gefunden, den anderen bei den Ruinen. Würden noch 2 fehlen, wo ich gerade nicht drauf komme, wo die sind. Ich weiß gar nicht, ob ich die verpasst habe. Wüsste jetzt aber auch nicht, wo die sind. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. So. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Das ist ja Wucher. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an?
Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Oh, wir haben alle Tempelschlüssel. Oh, für Morazul, perfekt. Das heißt, wir können wieder einen Tempel abschließen. Aber wir haben in Morazul noch ein bisschen was anderes zu tun. Warte mal. Hier gab es doch noch einen Schwarzmagier. Ich wollte schon wieder gehen. Du Ningal. Hast dich also um Morazul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Mit seinem Auftrag? Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Stimmt. Einige davon sind hier in Morazul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Scheiße! Aber sei dir sicher, dass du den richtigen erwischst. Jetzt habe ich ja immer noch eine neue Quest. Oh, ich dachte, ich kann mal ein bisschen das Questlog aufräumen. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Nett. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ja, oh, altes Wissen kostet jetzt 10 Lernpunkte. Ach, das ist doch alles eine Scheiße mit der Scheiße. Okay, müssen wir irgendwie mitarbeiten. Die Robe werden wir wohl dann in diesem Let's Play nicht mehr tragen können. 34 altes Wissen, das heißt, ich brauche noch mindestens 6 Level. Ach, du Scheiße. Das will doch keiner sehen. Na, schauen wir mal. Kann ich mit ihm ja noch was quatschen? Nein. Wir gehen mal zu Bandaro und fragen ihn ein bisschen aus. Perfekt. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. 1000 Gold! Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ja, ist die ja. ausgesetzte Belohnung. Haben wir ja alles schon gemacht. Der Artefakt Dieb Yusuf ist entkommen. Ach, naja, das spricht natürlich nicht für dich. Aber ich sorge dafür, dass es deinem Ruf nicht schadet. Ja, du bist ein bisschen scheiße. Ja, okay. Aber das ist mir so lieber. Der Yusuf, der ist ja ein ganz armer Tropf. Alles klar, der Dicke ist wieder im Geschäft. Na also... Geht doch. Eine Belohnung sollst du auch haben. Da möchte ich auch drum gebeten haben. Hier, nimm dies. Ich denke, das ist in deinem Sinne. Gutes Gelingen bei den weiteren Aufgaben, die auf dich warten, Fremder. Ah, Heiltränke? Ich freue mich tatsächlich mehr über die Heiltränke als über das Gold. Okay, was haben wir denn noch hier Schönes? Wir können noch das Amulett der Magie abgeben, ne? Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und erzähl dir meine Grüße. Nein! Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche. Ich wusste es, ich muss da nochmal hin. Ich hab's gelesen in den Kommentaren. Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Gut, ich bin dabei. Nimm das Amulett und lass dich nicht reinlegen, hörst du? Okay, jetzt haben wir hier eine neue Quest, aber ich kann ja hier ihn mitnehmen. Wer bist Den soll ich ja eh eskortieren. Ich bin Ork Narok.
Du hast einen seltsamen Namen. Ja, das ist mein Kampfname. Der kommt noch aus meinen Zeiten als Gladiator. Eigentlich heiße ich Ole. Warum kämpfst du nicht in der Arena? Das habe ich. Jedenfalls so lange, bis Angar mich auseinandergenommen hat. Und dann wollte mich keiner mehr kämpfen sehen. Philippe hat mich dann für einen Spottpreis an Marsil verkauft. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Du hast Marsil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Komm mit. Alles klar. Alles klar. Den bringen wir jetzt nämlich zu den Ruinen. Den sollen wir zu den Ruinen bringen, ne? Oh Gott, die Morasul-Quests. Oh, scheiße. Oh, und die Seelenkelche haben wir ja auch noch. Genau, zu Fasim. Ich weiß noch, wo der steht. Das wird ein kleiner Marsch. Aber von dort aus kann ich dann relativ gut zur Oase, glaube ich. Und dann kann ich ja Jasmin abholen und dann haben wir das hier fertig, den Großteil. Dann muss ich nur noch diesen dummen Seelenkelch finden. Oh, ich wüsste gern, wo der ist. So, machen wir mal die schnelle Runde hier. Ich finde übrigens Varant bei Nacht wunderschön. Muss ich jetzt mal so sagen. Gefällt mir deutlich besser als bei Tag. Okay. Nur mal wieder zwischendrin abspeichern, nicht, dass wir ihn verlieren. Ah, ich hasse ja solche Escort-Quests, ne? Wenn sich die Begleiter wenigstens irgendwie mitteleportieren könnten. Wenn man Teleportstein hat oder so ein Kram. Oh, die hatte ich gar nicht gelootet. Upsi. aber das geht ja meistens nicht. So, schaut mal, so weit ist es auch gar nicht. Ich unterschätze immer, wie nah die Ruinen sind. Das ist ja gerade ums Eck. Okay, er ist direkt hinter mir. Und Fasim stand, glaube ich, irgendwo da vielleicht? Möglicherweise hier? Da ist er doch. Es gibt da noch ein anderes Problem. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Marsil sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliars Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Aber ich dachte, ich bin der Mann aus dem Norden. Ach, egal. komm mal her, Orknarok. Mein lieber Ole. Kommen Sie mal ran da an die Veranda. So, steht Kalesh nicht normalerweise hier? Oder ist es nur tagsüber? Macht er sich einen gemütlichen Lenz in seinem Zelt? Ah, ich glaube, da hinten ruckelt er rum. Oh ja, guck mal, wie er abgeht. Ich speichere hier mal kurz. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Orknarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Die 4 Schlüssel gebe ich ihm mal noch nicht, weil ich meine, der greift mich dann an. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Wieder Heiltränke. Ich fühle mich krass belohnt. Okay, Jasmin abholen. Jetzt ist natürlich die Frage, da der Weg doch relativ weit ist, ich glaube, ich schlürfe mal so einen leckeren Blutfliegendrank. Lupp. Dann geht das nämlich hier alles viel schneller. Weil als Blutfliege kommt man auch hier übers Dach in den Tempel rein. Da spart man sich die komplette Tempelsuche. Aber wir machen ja kind of 100% oder so.
Tag, Herr Sandcrawler, guten Tag. Oh, da ist noch ein Tempelwächter. Das wird ja alles relativ viele Erfahrungspunkte geben, ne? Das ist ja fast zu schade, das liegen zu lassen, oder? Ha! Ich nehm's mit. Gerade der Tempelwächter ist leicht verdientes Geld. Geld? Erfahrungspunkte. So, warte mal. Ich nehme mal den anderen Stab hier. Und dann wird mal ein bisschen Eiszauber ausprobiert. Bam! Ist gut. Oh, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Erinnert mich dran, wenn ich nochmal jemals irgendwas anderes spielen sollte in Gothic 3 als Magier, dass ich dann Magier spiele. So, zum anderen Stab switchen, um das Mana-Rack ein bisschen schneller zu bekommen. Oh, da ist auch ein Urviech. Oh, das ist ja super. Das gibt auch richtig viele Erfahrungspunkte. Mana-Tränke habe ich keine mehr. Nee, leider gar nicht. Müssen wir wieder einen Einkaufsbummel machen. Gucken wir mal, ob wir so ein Urviech einfrieren können. Oha! Nein, können wir nicht. Oh, der Kopfschuss, Alter. Was ist das denn? Und es gibt nur 4 Zähne. Ich habe mir irgendwie mehr Belohnung erwartet. Egal, gehen wir zur Oase, holen Jasmin ab und dann gehen wir zurück nach Morazul. Und dann suche ich diesen vermaledeiten letzten Seelenkelch. Das kann doch nicht angehen, dass der mir immer noch fehlt. Weil ich ja sagen muss, das Amulett da, das Amulett der Magie, das würde ich schon ganz gerne behalten. Ne? Max Mana plus 20. Sekunde mal. Ist das das Amulett der Magie? Ich habe davon 2. Streich das. Wir streichen das raus. Ich passe wieder richtig gut auf, Leute. Warum hast du mich geweckt? Ich bringe Grüße von Hamid. Hamid, mein alter Freund. Wie geht es ihm wohl? Er macht gute Geschäfte und er schickt dir dieses Amulett als Geschenk. Sehr schön. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber nein, ich kann es nicht annehmen. Du willst ein Geschenk nicht annehmen? Richtig schöne dunkle Stimme. Jedenfalls nicht, ohne auch Hamid ein Geschenk zu machen. Hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Warte, du bekommst 500 Goldstücke aus dem Schatz der Oase. Warte, nimm 1000 Goldstücke aus meinem persönlichen Schatz. Na schön, ich mache ihm die liebliche Jasmin zum Geschenk. Ich denke, das wird ihm gefallen. Dann sei es so. Bitte sorge dafür, dass Jasmin unversehrt Morazul erreicht. Okay, let's go. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Escort-Quest. Das haben wir uns doch alle gewünscht. So, ich weiß jetzt... Ach, nee. Verdammt. Was ist denn los? Jasmin, Hallöchen. Wo bist denn du? Verdammt. Händler? Was ist los? Vielleicht hat der Händler was Cooles dabei. Nein. Wer das auch beantwortet? Wo schläft denn Jasmin? Hier in dem Zelt? Was hier. Ist denn? Ich bring dich weg. Gut. Mitten in der Nacht. So, diesmal laufen wir links rum und gucken, ob das wirklich schneller ist. Ach, Escort-Quests. Ihr habt doch die ganze Zeit nur drauf gewartet. Gebt's doch zu. Einmal zurück nach Morazul. Und wie gesagt, dann diesen dummen Seelenkelch, ne? Ist noch die letzte Quest. Ja, Ilya will ein Artefakt aus dem Tempel. Das können wir aber halt erst machen. Ach, der Mörder. Der Mörder von Ramirez. Bensala war ja da noch offen, ne? Ja, da müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir die Quests abschließen. Aber ich denke, wir haben bald die Aufräumfolgen erreicht. Die Umfrage läuft ja schon.
für welche Seite ihr euch entscheidet. Im Moment sieht es gut aus für die Rebellen, dass wir die Orks abschlachten und die Assassinen. Das fände dann wahrscheinlich nochmal 20 Folgen nur Städte befreien. das wird großartig. Und dann mal gucken. So. Schauen wir mal weiter. Ah, einfach schön bei Nacht. Und auch die Musik. Das sind wieder die Stärken von Gothic 3. Love it. So, gleich sind wir da. Und dann müssen wir halt nochmal diesen Seelenkelch finden. Davon will ich nichts wissen. Wobei, wer wollte die denn nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist leider ein Problem, dass die Charaktere alle so blass sind. Da merke ich mir nie, wer welchen Quest hatte. Ramon. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Dann kann ich dir da auch nicht helfen. Werde ich schon rausfinden. Das kann ich nicht glauben. Bring mir erstmal Jasmin weg. War er nicht Ramon sogar? Nee, er war Hamid. Ich verwechsel hier einfach jeden. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Die liebliche Jasmin. Endlich ist sie mein. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Nimm das Gold und ich verbürge mich für dich bei Gonzales. Gonzales. Okay. Dann, Verflucht. Mit dir wollte ich auch. Ragnarok ist bei der Ausgrabung. Gut, dann können wir jetzt zum Geschäft kommen. Worum geht's? Also erstmal brauchen wir ein bisschen Gold. Und ich weiß auch schon, wie wir das bekommen. Ich habe da einen Erzrohling. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir eine hübsche Summe Gold. Was meinst du? Wo hat er den denn her? Was verlangst du für den Erzrohling? Nun, du musst wissen, ich habe mir Gold geborgt von ein paar Geschäftspartnern. Mit dem Erz sollte es kein Problem sein, meine drei Schuldscheine einzulösen. Ich kriege den Rohling und du deine Schuldscheine. Für uns beide ein gutes Geschäft. Was sagst du? Woher hast du den Erzrohling? Besorge mir meine Schuldscheine, dann werde ich es dir sagen. Ich sehe mir die Sache mit deinen Schuldscheinen mal an. Gut. Hier ist der Erzrohling. Ich würde ihn jetzt selbst einlösen, aber... Naja, wenn ich damit irgendwo auftauche, kriege ich höchstens einen Bruchteil des Wertes. Verstehe. Ja, und... Bei wem hast du jetzt Schulden? Hallo? Verflucht. Masil, hast du... Okay, ich spreche einfach nochmal mit allen Leuten, scheinbar. Ich habe was verpasst? Nicht kurz eingenickt? Ich bin verwirrt. Egal, hier haben wir auf jeden Fall mal ein Bett. Ich mache mal wieder ein bisschen Tag, weil in der Stadt will ich mich zumindest am Abend umsehen. Und ja, den Seelenkelch suchen wir noch. Das heißt, ich gucke mich jetzt nochmal ganz genau auf den Betten um. In den jeweiligen Hütten und Häusern. Ich muss ja sowieso nochmal mit allen NPCs reden, wegen der Schuldscheine. Oder habe ich irgendeinen Brief bekommen? Warte mal. Nicht, dass ich hier irgendwas... Nee. Oh, okay, I guess. Komische Quest. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns hier nochmal um. Wo könnte der Kelch sein? Der letzte. Bemaledeite. Ich fühl mich wie damals bei der Blutkelch-Quest. Woher hast du den Erzrohling? Daran kann ich mich nicht erinnern, Sohn der Neugier. Ich bin ein armer alter Schmied und meine Taschen sind leer. Fällt dir jetzt was zu dem Erzrohling ein?
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich tatsächlich wieder. Hassa, der Assassine, hat ihn mir verkauft. Er hat die Stadt aber längst verlassen. Oh, der war in den Ruinen. Ah, okay. Ich weiß noch nicht mehr genau wo, aber den finden wir wieder. Ich wusste doch, mit dem ist irgendwas nicht ganz sauber. So. Weiter nach diesem Seelenkelch suchen. War ich hier oben? Habe ich hier oben nach einem Seelenkelch geguckt? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich hier war. Ach, das ist so ungünstig. Es wird eine Suchfolge. Aber einfach nochmal alles ganz genau abgrasen. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier nicht reinkomme, weil der Held zu dick ist. Ein bisschen Gehüpfe geht's aber. Ich guck mir jetzt die Betten ganz genau an. Meinem genauen Auge entgeht nichts. Ah, ich hier, komme wegen Masyls Schuldschein. Augenblick. Ich muss sehen, wo ich ihn habe. Ah ja, es sind 2000 Goldstücke. Alter. Das ist ein Witz, oder? Oder ich kriege einen Erzrohling von dir. Du weißt von dem Erz? Hey, jeder hier weiß, dass Masyl einen Erzrohling hat. Und jetzt schickt er dich, seine Schulden einzulösen. Also, du hast mein Angebot gehört. Das wird eine teure Questline. Hier ist ein Gold für Masyls Schuldschein. Sehr gut. Und hier ist er. Viel Spaß damit. Zeig mir das. Hat er noch irgendwas Wichtiges, was ich brauche? Nee. Du Fesul? Du hast doch bestimmt keinen Schuldschein. Okay, ich bin sehr gespannt, wer hier die Schuldscheine hat. Aber auch gleichzeitig sehr verwirrt, weil es halt keinen Questeintrag dazu gibt, so richtig. So. Jetzt muss ich halt wirklich nochmal diese gesamte Stadt absuchen. Für diesen Seelenkelch und für diese Schuldscheine. Das ist ja furchtbar. Ich hoffe halt wirklich, dass dass alle auch auf dem Bett stehen. Nicht, dass ein Seelenkelch sich verabschiedet hat. Und einfach wo komplett anders steht. Das wäre fatal. Ich bin mir zwar sicher, dass ich hier oben schon mal war, aber einfach nochmal reingehen. Sicher ist sicher. Ich werde jetzt nicht anfangen, die Komplettlösung auszupacken. War ich hier schon drin? Ich glaube schon. Es ist auch immer so schwierig abzuwägen, wo man schon drin war, in welchem Gebäude. Vielleicht soll ich einfach ein Waffenbündel reinlegen, dass ich weiß, dass ich da schon war. Da ist zumindest mal... der hat auch noch einen Schuldschein. Wie viel verlangst du dafür? Ich will dir kein Gold abnehmen. Du wirst es bei den anderen brauchen. Und was willst du? Nichts. Jedenfalls jetzt nicht. Ich komme später darauf zurück. Ja, wenn ich dir die Seelenkelche gebracht habe, ne? Hast du vielleicht auch noch einen Seelenkelch? warte mal. War ich da oben jetzt schon? Da war nur dieser blöde Raum mit der ganz komischen Truhe hier. Hier ist auch kein Seelenkelch. Ey, so langsam bin ich echt überfragt. Ich denk darüber nach. Warte mal, da oben. War ich da oben? War ich hier drin? Scheinbar. Aber hier ist auf jeden Fall auch kein Kelch. Das gibt's doch nicht. Hier ein Kelch. Auch kein.
doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wer von euch Nasen hat den Kelch versteckt? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Liebe Zuschauer. Wenn ihr wisst, wo der letzte vermaledeite Seelenkelch ist, schreibt doch mal in die Kommentare. Weil ich glaube, hab ihn nicht gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der letzte Schuldschein Gonzales hat. Nein, hat er nicht. Wer hat dann den letzten Schuldschein? Oh, ich komme hier gerade überhaupt nicht weiter, merke ich gerade. Mir passt. Wir sehen uns später. Hab ich mit Bandaro geredet oder wie der hieß? Möglich ist alles. Wer könnte noch einen Schuldschein haben? Felipe? Vielleicht? Als ob ich nicht schon genug. Auch nicht. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Okay, ich finde den Seelenkelch nicht, ich finde den letzten Schuldschein nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Puh. Ich war auch schon mal besser in Gothic. So, war ich in dem Zelt hier drin? Sieht so aus. Ja, mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus. Deswegen würde ich sagen, ich warte mal auf eure Kommentare, ne? Und, ich werde die Sache zu Ende bringen. Ich gebe dir einen guten Rat. Sei vorsichtig. Der Wasserhändler unten. Moment. Der Wasserhändler vielleicht. Vielleicht hat der einen Seelenkelch. Ah, du warst meine letzte Hoffnung. Schuldschein hat er auch nicht. Okay, tatsächlich keine Ahnung, wer hier was hat. Aber, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich suche nochmal den Hassan. In den Ruinen. Weil der ist ja scheinbar Kopf hinter diesen ganzen Ramirez-Kram und hinter diesen Erzrohlingen. Und den schnappe ich mir jetzt. Der kriegt nämlich eigentlich aufs Maul. Gucken wir mal. Ob das der Weg ist. Vor allem muss ich ihn jetzt erstmal finden. Gott, ist dieses Ruinenfeld so scheiße riesig. Die Gegner lasse ich jetzt mal Gegner sein. Ich will jetzt Hassan finden. So, Hassan war, glaube ich, irgendwo da hinten. Könnte ich mir vorstellen. Er hatte auf jeden Fall ein Zelt. Das heißt, es dürfte nicht so schwer sein, das wiederzufinden. Sagte er leichtgläubig. Ich glaube, hier bin ich lang. Ja, hier sieht's gut aus. Daran kann ich mich dunkel erinnern. Genau, genau, genau. Ja, da war doch Hassan. Das Zelt. Genau, perfekt. Und jetzt hoffe ich, dass ich da eine Dialogoption habe. Hassan? Ich weiß, dass du die Erzrohlinge gestohlen hast. Das hat Ramirez auch gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, waren es seine letzten Worte. Danach hat er nur noch geschrien. Wo sind die Erzrohlinge? Die habe ich längst verkauft. Einen ordentlichen Batzen Gold haben sie mir gebracht. Aber den wirst du niemals finden. Ich werde Ramirez rächen. Versuch es. Nun wirst du sterben. Hopp. Der Eiszauber ist schon geil. So, und jetzt einfach weiter mit dem Feuerball drauf. Bam. Nun wirst du... Bam. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Hassans Brief. Okay, den können wir doch lesen.
In Bensala ist die Lieferung mit 10 Erzrohlingen angekommen. Finde sie und nimm sie an dich. Gezeichnet N. Naja. Es wird vielleicht noch wichtig. Gut, dann habe ich das hier aber auch. Und hier ist auch kein Seelenkelch. Gut, dass ich das... habe ich das jetzt auch abgehakt. Dann gehen wir zurück nach Morazul und berichten mal, dass wir das erledigt haben. Trotzdem gern, wer den letzten Schuldschein hat. Vielleicht der Wirt. Mit dem Wirt habe ich nicht geredet. Uno Momento. Mit dem habe ich nicht gequatscht. Vielleicht hat der einen Schuldschein. Geil. Gib mir den Schuldschein von Marsil. Na gut, wie du willst. Hoffentlich weißt du, was du tust. Lass dich nicht von Marsil reinlegen. Hier hast du den Schuldschein. Der ist mir gerade noch eingefallen, ey. Glück gehabt. Hast du zufällig einen Seelenkelch? Dieser Seelenkelch macht mich irre gerade. Das Einzige, was mir noch fehlt. Das Allereinzigste, um es grammatikalisch komplett falsch auszusprechen. Gut, ich gehe mal ganz kurz noch zu Marsil, bevor ich jetzt die Infos mit Ramirez abgebe. Marsil stand irgendwo hier rum. Da. Hier, nimm. Das macht dich schuldenfrei. Großartig. Aber das sind noch nicht alle Schuldscheine. Wenn ich in dieser Stadt wieder Geschäfte machen will, dann brauche ich alle drei zurück. Gib mir den Kelch des Feuermagiers. Gerne. Hier hast du ihn. Der Dialog hat richtig Sinn gemacht. Okay. Wir haben fast alle Feuerkelche. Wir könnten sogar das Innos-Ende angehen. Krasse Karotte. Ich glaube, ich habe das Innos-Ende noch nie gemacht. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Oh, plus 15. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zurzeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Sehr schön. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steht. Mein Leben für und Nerusul. So ist, dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Reichtum, Macht und Ruhm, das alles wollte Hassan. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morazul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Ich weiß gar nicht, ob wir in Ishtar reinkommen, wenn wir uns für die Rebellen entscheiden. Rufmäßig. Aber 45 Ruf bei den Assassinen? Das müssten wir sogar mehr als bei den Rebellen haben, oder? Ja, einfach mal 40 Ruf. Krasse Karotte. Und wahrscheinlich jeden Wassermagier töten bringt auch nochmal. Ach, diese dummen Seelenkerlchen. Fünfte Händler. Hamid. Hamid ist ja quasi auch ein Händler, ne? Ich bei Hamid richtig geguckt? Nochmal schauen. Ne, bei ihm hatte ich ja den Seelenkelch. Hatte ich bei ihm den Seelenkelch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist er! Ah! Guck mal bitte kurz in eine andere Richtung. Oh, dann haben wir das auch noch abgeschlossen vielleicht in dieser Folge. Das mache ich jetzt noch, mir egal. Oh mein Gott, war das dumm. Den habe ich irgendwie ständig übersehen. Ich war da 20 Mal schon drin, mindestens.
Ach, so peinlich. Scheiße. Schneiden wir raus. Alles gut. Hier, da hast du die Seelenkelche. Ha! Du bist klasse. Du hast was drauf. Gratuliere. Hier, ich gebe dir schon mal etwas Gold. Bis ich mit den Dingern wieder bei den Händlern aufkreuzen kann, muss erst mal eine Zeit vergehen. Sollen die erst mal ein wenig schmoren. Ah, sehr schön. Ah, mir fällt ein Stein vom Herzen. Dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns die drei Inseln hier unten an. Das können wir schön machen. Und dann räumen wir hier ein bisschen auf. Das machen wir. Das machen wir. Ihr könnt mir dann noch sagen, wo mir noch was fehlt. Bensala fehlt mir noch relativ viel, sehe ich gerade. Lago scheinbar auch. Es gibt doch nur wieder Ärger. Benarei habe ich auch nicht wirklich viel Ruf. Draga könnte auch noch ein bisschen höher sein. Genau. Also können wir dann alles schön durchgehen. Das hätte ich und dir vorher sagen können. Ja, dann wie immer, danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. So